10.30 Uhr, Start von Düsseldorf nach München. Unmittelbar vor dem Abheben ein Schlag im rechten Triebwerk. Feueralarm im Cockpit. Kurz darauf beschließen Kapitän und Co-Pilot umzukehren. Eine richtige Entscheidung im richtigen Moment? Brennt das Triebwerk tatsächlich? Gibt es einen zweiten Löschversuch? Den Triebwerksausfall im Flugsimulator hat der Checkpilot ausgelöst. Er prüft die beiden Kollegen auf ihre Fähigkeit, mit möglichen Notsituationen richtig umzugehen. Flugkapitän Jens Puchantke ist Checkpilot und er achtet auf Feinheiten. Hier war eine Erwartungshaltung maßgebend. Sicher natürlich, weil du engagiert sein wolltest, aber nicht überengagiert. Wir beurteilen die Situation nach tatsächlichen Fakten und nicht nach Annahmen. Erst dann, wenn wir keine Fakten mehr haben, dann müssen wir Annahmen treffen. Ja? Für Captain Puchantke ist die Fliegerei sowohl Leidenschaft als auch Beruf. Da gilt es, Emotionen von Fakten zu unterscheiden. Eine Grundregel für alle Piloten. Als kleiner Junge, das kann man so sagen, war ich Stammgast am örtlichen Segelflugplatz. Und als ich 14 war, durfte ich dann endlich einsteigen. Und das hat mich geprägt. Dann ging es weiter über die ostdeutsche Luftwaffe und von da aus 10. Flug und später dann über Germania bis zu Air Berlin. Checkpilot wird man, wenn man schon einige Jahre Berufserfahrung hat und über pädagogische Fähigkeiten verfügt. Und dann wird sicher die Firma, die einen nominiert, zur Auffassung kommen, dass man als Checkpilot gebraucht wird. Die Cockpitbesatzung bereitet die Notlandung mit brennendem Triebwerk vor. Diese sogenannten Checks für Kapitäne und Co-Piloten sind vorgeschriebene, regelmäßige Routine. Kaum ein anderer Arbeitsplatz ist im Spannungsfeld Mensch-Maschine komplexer und anspruchsvoller als das Cockpit eines Passagierflugzeuges. Checkkapitän Puchantke auf dem Weg zum Flughafen Tegel. Ist er als Prüfer bei seinen Kollegen gefürchtet? Kollegen, die in den Cockpits der Airliner sitzen, das sind alles Profis. Die wissen, dass sie fliegen können. Und sie wissen natürlich auch, dass sie sich alle Jahre Prüfungen und Schulungen unterziehen müssen. Bei fairer Beurteilung, und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, kommt es nicht zu Spannungen. Und so gesehen muss auch kein Pilot einen Checkkapitän fürchten. Dazu gibt es gar keinen Grund. Berlin-Tegel, 15 Uhr. Wir begleiten Kapitän Puchantke ab jetzt auf einem realen Checkflug. Es ist ein sogenannter Umlauf mit 4 Flügen zwischen Berlin und Stuttgart. Heute überprüft er einen jungen Co-Piloten auf seine Linientauglichkeit. Dieser muss unter Beweis stellen, die komplexe Verknüpfung von Mensch, Technik und Umwelt auf einem Passagierflug zu beherrschen. Zwischen Himmel und Erde kommt es vor allem auf die Piloten an, denn menschliches Versagen ist noch immer die größte Gefahr in der Luftfahrt. Worauf liegt denn Ihr besonderes Augenmerk jetzt beim ersten Flugabschnitt, beim ersten Leck? Bei diesem ersten Leck wird unser Co-Pilot Pilot Flying sein. Das heißt, er steuert das Flugzeug und er organisiert sich den Flug. Und das will ich sehen, dass er das mit Professionalität tut, dass er unsere Betriebsverfahren kennt. Das sind SOPs, heißen die. Und das bedeutet, dass Piloten immer an derselben Stelle die ähnlichen Dinge oder die gleichen Dinge immer tun, sodass auch später, wenn er mit einem fremden Piloten fliegt, jeder weiß, was der andere gleich tun wird. Ich benutze alles, was hier da ist und zögere nicht, mich zu beschäftigen, wenn du es brauchst. Ja? Ja, brauchst du. Simon Laub, Co-Pilot und heute Prüfling. Der Airbus A319 darf die Triebwerke anlassen. Air Berlin 736 ist in wenigen Augenblicken startklar nach Stuttgart. Fahrwerk einfahren und im Steigflug darauf achten, eine zuvor berechnete Geschwindigkeit einzuhalten. Der Kapitän führt den Funk und meldet sich bei der zuständigen Flugsicherung, während er gleichzeitig das fliegerische Können seines Co-Piloten diskret im Auge behält. Richtung Stuttgart läuft alles normal. Rückblick in den Simulator. Dort herrscht doch immer Emergency.
Für die geplante Notlandung bestellt der Co-Pilot jetzt die Feuerwehr zur Landebahn. Ja gut, warten wir bis am Boden. Sag Bescheid wegen Okay, Feuer. Air Berlin 1407, we have an engine fire. Can you please send a fire brigade on the runway then? We will stop on Eigentlich eine planmäßige und routinierte Abwicklung einer Emergency, eines Notfalls. Aber der Co-Pilot hat bitte gesagt. Soll er das? Höflichkeiten fallen im Emergency weg. Das zog sich auch durch den ganzen Flug. Soll ich dann mal? Oder mach mal bitte. Warum? Das ist waste of time und das verwirrt auch. Klare, sachliche Ansagen. No waste of time. Keine Zeitverschwendung. Nur strenge Disziplin prägt eine erfolgreiche wie unfallfreie Pilotenkarriere. Also achtet Checkkapitän Puchantke konsequent auf die Beherrschung und Einhaltung vorgeschriebener Verfahren. Sein Co-Pilot Simon Laub kennt das bereits aus dem Simulator. Unser Kollege bereitet jetzt bereits den Landeanflug in Stuttgart vor. Dazu vergleicht er die im Computer gespeicherten Daten mit denen in unseren elektronischen Anflugkarten, gibt die entsprechenden Gewichte und Geschwindigkeiten ein und wir werden das hinterher zusammen besprechen, briefen. Nochmals in den Simulator. Dort wächst die Anspannung. Wie sicher landet der Kapitän die Maschine mit nur einem Triebwerk? Auch das Fahrwerk ist eventuell beschädigt und nach dem Aufsetzen fehlt auf der rechten Seite die Bremswirkung. Der Airbus könnte ins Rutschen geraten und von der Bahn abkommen. Geschafft. Eine sichere Notlandung. Der Checker ist zufrieden mit seinen beiden Kollegen. Sehr gut. Die Feuerwehr ist vor Ort, eine eventuelle Evakuierung der Passagiere vorbereitet. Und die Wertung des Checkpiloten? Ihr habt richtig die Checkliste aufgerufen. Vielleicht hättet ihr die konsequenter durcharbeiten können. Am Ende habt ihr alles getan, was man tun musste. Aber zu dieser Diskussion, Autobreak ja oder nein, hätte es nicht kommen müssen. Autobreak unterstützt die Piloten beim Bremsen. Doch insgesamt ein Lob für einen erfolgreichen Checkflug im Simulator, der Piloten auf mögliche Notfälle vorbereitet. Zurück zum realen Anflug auf Stuttgart. Da heißt es jetzt, Zweifel am korrekten Kurs auszuräumen, einen Widerspruch zu klären. Also auch auf kleine Dinge kommt es manchmal an, dass zum Beispiel einfach nur eine Unregelmäßigkeit oder eine Unstimmigkeit zwischen der computergespeicherten Flugstrecke und der, die wir hier auf dem Flugplan haben, muss besprochen werden. Irgendwann kommt es zu Irritationen und das muss nicht sein. Okay? Co-Pilot Laub kennt den lebenswichtigen Fliegerspruch: Fliege deinem Flugzeug immer einen Schritt voraus. Nun soll er einen ILS-Anflug von Hand fliegen. Das heißt, Anflug unter Nutzung aller elektronischen Navigationshilfen, doch ohne Unterstützung des Autopiloten. Geht ihr das ganz hinten, ja? Ja, mein Kollege hat den Autopiloten bereits ausgeschaltet. Er fliegt das ILS manuell. Draußen regnet es. Die Sichten sind im Prinzip noch nicht sehr gut. Das wird aber besser, wenn wir tiefer fliegen. Fliegt der Co-Pilot die Maschine von Hand bis runter zur Landebahn genauso exakt auf Kurs und Gleitpfad wie sonst der Autopilot? 50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Geschafft. Sichere Punktlandung in Stuttgart. Hier bleibt nur eine halbe Stunde Zeit, um die Maschine umzudrehen, wie das in der Fliegersprache heißt. Also für den Rückflug klar zu machen. Sie haben besonders auf die Einhaltung von Procedures, von Verfahren geachtet. Warum ist das so wichtig? Was könnte geschehen, wenn in diesem Bereich Nachlässigkeiten auftreten? Geben Sie uns ein Beispiel. Unsere Piloten fliegen mit verschiedensten Piloten. Zum Teil mit Kollegen, die sie noch gar nicht gekannt haben vorher. Und trotzdem muss von der ersten Sekunde an die Crew gemeinsam fliegen und arbeiten können. Und deshalb gibt es gemeinsame Verfahren, wo jeder weiß, was er wann zu tun hat. Und deshalb ist es sehr wichtig, sich daran halten zu können, auch ganz normal.
Während Co-Pilot Laub den Airbus von außen überprüft, eine erste Beurteilung durch Checkkapitän Pochanke. Hat der Kopi alles richtig gemacht? Direkt nach dem Abheben des Flugzeuges ist eine bestimmte Geschwindigkeit vorgeschrieben. Da gibt es einen Margin. Er war etwas schneller. Und das ist ein Schönheitsfehler, aber man sollte sich das nicht erst angewöhnen. Deshalb muss ich das natürlich kritisieren. Es war eine sehr schwierige Landung oder der Anflug. Es war so, dass er ohne Autopilot bei diesem Regen angeflogen ist. Er hat die Runway erst sehr, sehr spät gesehen und war natürlich auch ein bisschen beeindruckt von seiner eigenen Landung, die sehr gut war. Und dann braucht er einen kurzen Input, auch die Handhabung auszuführen oder zu beginnen, die man direkt nach der Landung hat. Thrusted. Checked. Der Simulator dient nicht nur dem Check, sondern vor allem der Wissenserweiterung. Stop. Demonstration einer Ausnahmesituation. Startabbruch nach Triebwerksausfall auf sehr kurzer, nasser Startbahn und dabei ändern sich für die Crew überraschend die Windbedingungen. Die Piloten sollen nach Standardverfahren handeln. Die Bahn wird knapp. Doch genau das ist die Absicht unseres Checkkapitäns. So, habt ihr was falsch gemacht? Wahrscheinlich zu spät. Nein, ihr habt gar nichts falsch gemacht. Ihr habt alles so gemacht, wie es die Procedure vorschreiben. Aber die Bedingungen haben sich geändert auf der Runway. Ihr habt es gemerkt, wir haben plötzlich weniger Gegenwind beim Takeoff gehabt. Ja. Beim nächsten Versuch hat die Crew selbstständig und richtig agiert. Nicht immer helfen vorgefasste Handlungsabläufe. Nur der Mensch kann flexibel reagieren und entscheiden. Pilot sein heißt ein Leben lang lernen. Wir fliegen in wenigen Minuten nach Berlin-Tegel zurück. Worauf richtet sich jetzt so Ihr stilles Augenmerk bei dem zweiten Flugabschnitt? Jetzt auf dem zweiten Flugabschnitt wird der Kollege Pilot Monitoring sein. Das heißt, ich steuere und fliege das Flugzeug, er muss mir zuarbeiten. Das heißt, er führt auch den Funk und Flugfunk ist jetzt das große Thema und natürlich seine Handhabung, seine Standardbetriebsverfahren als Pilot Monitoring. Das wollen wir jetzt sehen und unser gemeinsames Auskommen im Cockpit, das habe ich jetzt schon auf dem ersten Flug gesehen. Er ist sehr engagiert, aber auch sehr sachlich. Das gefällt mir bis jetzt und das wollen wir jetzt auf dem Rückweg als Pilot Non-Flying, also als zuarbeitender Pilot sehen. Uhr. Der Airbus A319 rollt schon wieder zum Start. Jetzt mit dem Rufzeichen Air Berlin 543 und Take-off nach Berlin. Die Aufgabenverteilung ist klar. Jetzt fliegt Checkkapitän Jens Pochantke selbst und der Co-Pilot assistiert. Der Captain achtet nun vor allem darauf, wie konsequent der Co-Pilot seinen Entscheidungsspielraum nutzt, wie weit er selbstständig vorarbeitet und im richtigen Augenblick die richtigen Informationen mit dem Kapitän austauscht. Die reibungslose Kommunikation zwischen den beiden ist ganz entscheidend für die Flugsicherheit, im Regelbetrieb wie in Ausnahmesituationen. Aber Disziplin bedeutet nicht Gehorsam. Wenn die Kommunikation im Cockpit zwischen Kapitän und Co-Pilot so eminent wichtig ist, dann ist es auch eine Frage der Autorität und der Selbstbehauptung zwischen Kapitän und Co-Pilot. Frage an unseren Checkkapitän: Darf der Co-Pilot dem Kapitän widersprechen, wenn er anderer Meinung ist? Er muss dem Kapitän widersprechen, wenn er anderer Meinung ist. Der Co-Pilot ist die Lebensversicherung an Bord. Wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, braucht man ein Regulativ. Nur wenn der Co-Pilot seine Meinungs- oder seine andere Meinung zum Ausdruck bringt, kann man das nochmal prüfen. Sonst passiert das, was hier passiert, ungeprüft. Und das wollen wir nicht. Jeder Mensch macht Fehler. Der Kapitän macht auch Fehler. Er hat davon übrigens heute auch schon Gebrauch gemacht. Wir hatten das vorhin angesprochen. Ich hatte vergessen, die Runway in der Startberechnung als Wett einzukalkulieren. Und da hat mich drauf aufmerksam gemacht. In den vergangenen 15 Jahren hat sich der Flugverkehr unter Europas Himmel verdoppelt, doch der Sicherheitsabstand zwischen den Flughöhen halbiert. Dennoch stieg die Zahl der Flugunfälle nicht an. Fliegen ist sicherer geworden, dank moderner Technik, anspruchsvoller Schulung und Kontrolle der Piloten. Weiß das der Passagier? Haben Sie Vertrauen in die Cockpitbesatzung da vorne? Ja, habe ich.
Was glauben Sie, wer prüft den Kapitän und den Co-Piloten, dass die da alles richtig machen? Ja, ich denke, dass es da was Staatliches gibt, irgendeine Aufsichtsbehörde. Bundesamt oder sowas in der Art. Der Flugkapitän ist als Checkpilot zugleich vereidigter Sachverständiger des Luftfahrtbundesamtes. Damit steht er für die zweifelsfreie Qualifikation seiner Kollegen gerade, damit keiner nach Bauchgefühl fliegt. Jeder Mensch bringt eine Fülle von Eigenschaften mit. Gute und auch welche, die vielleicht fürs Flugzeug weniger geeignet sind. Er muss es also lernen, seine Guten hervorzustreichen und die anderen, sag ich mal, zu dämpfen. Insgesamt suchen wir ausgeglichene Charaktere. Aber wenn Sie von Bauchgefühl sprechen, was Erfahrung ist, das ist angebracht. Bauchgefühl, was sich ohne Hintergrund zeigt, das ist nicht so angebracht. ATC gut heißt guter Flugfunk. Und sonst? Der Flug hat mir gut gefallen von dir. Sehr schönes ATC. Und gesamte Verhalten, Kommunikation im Cockpit, auch die Art, wie du dein Cockpit organisiert hast und dir schon den nächsten Flug vorbereitet hast, das ist eigentlich Standard für später. Also jetzt würde ich sagen, hast du gearbeitet wie ein Schweizer Urlaub. So soll es bleiben, ja? Okay. Danke. Gibt es denn im Cockpit Missverständnisse in der Kommunikation, die es unbedingt zu vermeiden gilt? Ja, natürlich. Also, es sprechen Menschen miteinander und die sprechen auch zum Teil unterschiedliche Sprachen. Und selbst das gleiche gesprochene Wort transportiert manchmal eine unterschiedliche Meinung oder eine unterschiedliche Information. Wir hatten jetzt eben ein gutes Beispiel. Ein Controller hat unserem Kollegen eine falsche Frequenz gegeben. Er hat nachgefragt, dann hat er wieder die falsche bekommen. Und ich habe mich daraus gehalten. Er hat nicht locker gelassen und zum Schluss ist er auf die richtige Frequenz dann letzten Endes gewiesen worden vom Controller. Genau das ist das, was wir sehen wollen. Bei Missverständnissen oder Unklarheiten muss nachgefragt werden. Es darf nicht akzeptiert werden, was uns im Flugzeug zum Nachteil gereicht. Streng prüft der Checkkapitän seine Pilotenkollegen, aber der Passagier urteilt oft ungerecht, da unwissend. Wir kennen das doch alle von den Ferienfliegern. Da ist eine harte Landung und schon heißt es hinten in der Kabine, naja, da ist der Lehrling geflogen. Aber was heißt es wirklich, eine harte Landung durchzuführen? Da fragen wir mal unseren Checkkapitän. Ist denn eine harte Landung immer eine schlechte Landung? Eine harte Landung, wenn sie nicht zu hart ist, ist unter Umständen eine richtig gute Landung. Immer dann, wenn wir eine kurze Landebahn haben oder eine Landebahn, die mit Regen, mit Schnee oder auch mit Sand in den afrikanischen Ländern bedeckt ist, wo es also rutschig ist, dort brauchen wir sofort den vollen Bremseinsatz. Und dazu müssen wir, wir sagen, betont aufsetzen. 19 Uhr. Pünktlicher Start in Berlin-Tegel. Zurück nach Stuttgart. Auf dem dritten Flugabschnitt geht es um das Verhältnis Mensch-Maschine im Cockpit. Welche Rolle spielt dabei der Co-Pilot? Also der Co-Pilot ist kurz gesagt die Lebensversicherung an Bord. Der Co-Pilot ist keineswegs schlechter ausgebildet als ein Kapitän. Er verfügt nur oft nicht die Erfahrung, die ein Kapitän hat. Aber er ist genau genommen derjenige, der das Flugzeug ebenso fliegen kann wie der Kapitän. Er ist derjenige, der ebenso wissen muss, was im Flugzeug passiert, wie der Kapitän. Und wir teilen ja nicht umsonst von Flug zu Flug die Aufteilung Pilot Flying, also wer steuert, das wechselt immer wieder. Und das führt dazu, dass die Co-Piloten genauso gut landen, starten können. Und wenn sie genügend Erfahrung gesammelt haben, dann werden sie natürlich irgendwann auch Kapitän sein. Auf diesem Airbus A319 sehen wir zwei Piloten im Cockpit bei der Arbeit. Es gibt aber noch einen dritten heimlichen Piloten, den sogenannten Autopiloten. Der nimmt den Menschen sehr viel Arbeit ab. Aber auch den muss man in seinem Verhalten zwischen Mensch und Maschine genau verstehen und beurteilen können. Der Autopilot ist kein Ersatz für den Menschen im Cockpit. Wenn der Autopilot an ist, heißt das noch lange nicht, dass der Pilot ausschaltet, sondern dann überwacht der Pilot und er bestimmt, wie der Autopilot arbeitet. Ich beobachte, auf welche Art und Weise er den Autopiloten bedient, welche Modi benutzt er, versucht er,
möglichst effizient zu arbeiten, wählt er die richtigen Modi. Wenn er das tut, dann hat er es auch verstanden. Da brauche ich gar nicht fragen. Moderne Technologie steuert über Computer unter anderem die Navigation, kontrolliert Flughöhe und Geschwindigkeit. Dieser sogenannte Autopilot bedeutet Arbeitsentlastung und schafft dem letztlich verantwortlichen Menschen im Cockpit Spielraum für eine effiziente Flugüberwachung. Doch wer eignet sich für diesen Beruf? Wir suchen heute keine Helden im Cockpit. Wir suchen Ingenieure. Menschen, die ausgeglichen sind, die ein gutes Verständnis von physikalischen Zusammenhängen haben und natürlich die auch eine hohe soziale Kompetenz haben. 100, checked. Yvonne, rotate. Zurück im Simulator. Wieder ein Start mit einem Triebwerksausfall. Zum Startabbruch ist die Geschwindigkeit bereits zu hoch und deshalb hebt die Maschine trotzdem ab. Anders als beim Versuch zuvor. Auch diese Herausforderung meistern die beiden Piloten, angeblich ohne erhöhten Puls. Naja, so soll es auch im Ernstfall sein. Confirm Engine Master Number 2. Confirm. Realer und zweiter Anflug auf Stuttgart. Das Verhältnis Mensch-Maschine steht zur Prüfung an. Der Co-Pilot will jetzt zeigen, was er kann. Zum Beispiel einen Anflug mit einer geringeren kraftstoffsparenden Stellung der Landeklappen. Dadurch ist das Flugzeug nun etwas schneller, was die Bremsen stärker verschleißt und erhitzt. Also darf Simon Laub nicht zu spät aufsetzen. Retard, 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 retard. Ich fand es sehr gut, dass du zeitig aufgesetzt hast und wir damit mehr Bremsstrecke hatten. Ohne Übergebühr unsere Bremsen belasten zu müssen. Wir sind normal abgerollt. Ja? Sehr schön. Das war jetzt der dritte Flugabschnitt, der dritte Leg des Checkfluges für Sie. Wie fühlt man sich nach den Anregungen, nach kleinen Kritiken? Wie empfinden Sie das? Also ich nehme diese Kritiken und Anregungen sehr gerne entgegen. Es sind für mich Flüge, wo man sehr viel profitieren kann, weil ja ein Checker auf der linken Seite sitzt mit einem enormen Wissen und auch sehr viel Erfahrung. Und da gilt es auch wirklich viel zu profitieren und die Kritik wirklich offen entgegenzunehmen. Cockpit und Kabine bereiten sich auf den Rückflug vor, den letzten Leg an diesem Abend, den letzten Flugabschnitt. Ob die Passagiere wirklich wissen, wie streng die Besatzung im Cockpit geprüft wird, um einen sicheren Flug zu gewährleisten? Flugsicherheit, Flight Safety, ist dann auch das letzte Prüfungsthema auf dem Weg zurück nach Berlin. Doch kein Flug ist wie der andere. Die Herausforderungen im Cockpit können für die Piloten schlagartig komplex werden. Dann heißt es, rasch und richtig zu handeln, aber nicht blitzartig und unüberlegt. Hier sehen wir, dass wir ein Gebiet passieren, wo sehr viel anderer Flugverkehr herrscht. Jedes dieser Zeichen mit einer Höhenangabe versehen ist ein anderes Flugzeug, was unserem Flugzeug seine Position mitteilt. Würde es hier zu Konflikten kommen, hätten wir so einen sogenannten TCAS, Resolution Neri, wie wir ihn auf dem Simulator gesehen haben. Check. TCAS auf Kontrolle. TCAS Alarm im Simulator. Das Spezialradar erkennt zwei Flugzeuge auf Kollisionskurs, befiehlt Ausweichmanöver. Der Pilot drückt den Airbus in den Sinkflug. Die Missachtung eines solchen Computerbefehls ließ 2002 über dem Bodensee zwei Flugzeuge zusammenstoßen. Ja, das, was wir eben gemacht haben, war so ungefähr ein Szenario, wie es auch über dem Bodensee stattgefunden hat. Es kam ein anderes Flugzeug und der Controller war nicht in der Lage, beide Flugzeuge auseinanderzuhalten. Und deshalb haben wir eine Einrichtung an Bord, die dem Piloten Anweisungen gibt, was er tun muss. Und die Piloten sollten in diesem Falle sinken. Das haben sie sehr sauber getan. Und nachdem der störende Verkehr, also der Intruder, unser Flugzeug passiert hat, wurde die Situation wieder aufgelöst und die Crew steigt wieder zurück auf ihr ursprüngliches Flugbrechen. Noch während wir im Cockpit über Flugsicherheit reden, baut sich gleich eine ähnliche Situation auf. Kollisionsgefahr. Das Thema Flugsicherung
der Flugsicherheit. Das werde ich alles hier besprechen. Aber mich interessieren einige Stichpunkte. Und dann weiß ich auch, ob der Mensch sich damit beschäftigt hat und wie tief er da drin steckt. Im Prinzip spielen viele Dinge rein. Wetter, die Wahl, wie viel Kraftstoff haben wir? Sollten das vorausdenken in Notsituationen? Was wäre, wenn uns was passiert? Wo würden wir landen? Also gerade auf längeren Flügen. Moment. Plötzlich die Warnung. Ein Flugzeug auf Kollisionskurs. Gemäß Radar fliegt es tiefer. Stille Konzentration, dann Entwarnung. Identified. Der Captain erkennt den Flieger unter uns. Über den Wolken sei die Freiheit wohl grenzenlos, schwärmte einst Reinhard May. Die Realität ist eine andere geworden. Zum Schluss beweist Co-Pilot Laub, er kann auch mit Hilfe herkömmlicher Funkfeuer sicher in Tegel landen, so wie in der Vergangenheit üblich. Checkpilot Jens Pochantke weiß, das zu würdigen, ist er doch selbst eine Fliegerseele. Also wenn man als junger Flieger anfängt, dann ist natürlich die Fliegerei selbst das Hobby. Und später dann, wenn man viele hunderte Stunden im Jahr im Cockpit sitzt, sehr eng zwischen der Abstand zwischen den Piloten, dann möchte man, wenn man abends nach Hause kommt, auch ein bisschen Abstand und ein bisschen Ruhe wahren. Und dann ist das nicht mehr so. Andere Kollegen sicher sind im Verein engagiert. Ich selbst kümmere mich um meine Kinder. Als Segelflieger bin ich noch Flugschüler, aber dafür bleibt mir leider sehr wenig Zeit. Okay, der letzte Flug, später am Abend. Herzlich willkommen auf der Linie. Herzlichen Check Dank. Bestanden. Ich freue mich sehr für dich. Wir füllen dann noch die Papiere aus. Ja, dann auch von uns herzlichen Glückwunsch, First Officer. Dankeschön. Wie fühlt man sich nach so einem Checkflug mit dem Lob? Glücklich und geschafft. Ja. Wenn ich heute mich nicht hätte davon überzeugen können, dass ich in guten Gewissens selbstständig fliegen lassen kann, dann hätte ich das nicht getan. Das bin ich meinen Kollegen, unseren Fluggästen und auch unserer Firma schuldig. Und eigentlich auch allen anderen Piloten, die sich mit uns in diesem Luftraum bewegen. Und das ist unser Anspruch. Piloten sind auch nur Menschen. Können Piloten auch über sich selbst Witze machen? Jetzt wollen Sie einen Witz von mir hören, ja? Aber wir sind ja im Fernsehen, da muss ich mir einen einfallen lassen. Vielleicht die Ansage des Kapitäns nach einer sehr harten Landung. Verehrte Fluggäste, herzlichen Glückwunsch. Wir haben heute Happy Hour. Sie erhielten zwei Landungen zum Preis von einem.